Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Wir machen SAP und Non-SAP-Daten verfügbar wie nie zuvor, sagt der SAP-CTO Jürgen Müller bei der Vorstellung von Datasphere. Das klingt nach einer sehr markigen Werbeaussage. Um die Realität dahinter zu beleuchten, hat Jürgen Frisch mit Carsten Bange gesprochen, Gründer und Inhaber des Instituts Business Application Research Center. Eine einheitliche Architektur, die Dienste und Technologien verschiedener On-Premise- und Cloud-Umgebungen miteinander verbindet und die Daten übergreifend verfügbar macht. Genau darauf zielt SAP Datasphere, ein Nachfolgemodell von SAPs Data Warehouse Cloud, wie Carsten Bange erläutert. Datasphere in Kurzform ist das neueste Release von der Data Warehouse Cloud, ergänzt um Möglichkeiten von Data Intelligence, also einem Datenintegrationsprodukt der SAP. Es wurde eigentlich mal gesagt, dass das Produkt drin aufgehen soll, also quasi wirklich mit Data Warehouse Cloud zusammen fusioniert. Jetzt war in der Ankündigung die Rede davon, dass es erhalten bleibt, Data Intelligence, sogar weiterentwickelt werden soll. Das ist noch so eine der Fragezeichen. Aber erstmal jetzt Datasphere selber ist sicherlich eben Data Warehouse Cloud mit erweiterten Datenintegrationsfunktionen. Und da wird jetzt eben dieser Data Fabric Ansatz verfolgt. Also die Idee, wie kann ich eigentlich im Unternehmen, wo die Datenquellen immer heterogener werden, wie schaffe ich da eigentlich noch eine Integration? Und sie ist halt nicht 100% physisch. Daten zu Analysezwecken zusammenführen. Auch das ist ein Ziel von Datasphere. Eine Datenbank ist dazu inzwischen nicht mehr unbedingt nötig. Die Zeiten sind vorbei, wo ich wirklich den Ansatz fahre, alle Daten, die ich für Analyse oder für Auswertungszwecke brauche, in eine Datenbank zu packen. Und deshalb ist es halt nicht nur oder nicht mehr physisch, sondern eben auch virtuell. Das heißt, ich lasse die Daten da liegen, wo sie sind und integriere sie dann, wenn ich sie brauche, vielleicht für ein Dashboard oder Ähnliches oder für eine Abfrage. Und das ist das, was hier verfolgt wird. Ne? Und jetzt habe ich quasi die Möglichkeiten der Data Warehouse Cloud. Das sind vor allem so eine semantische Modelle zu bauen, eine semantische Schicht aufzubauen und die Data Intelligence steuert jetzt noch Möglichkeiten hinzu, eben dieses Datenzugriffs und dieser Fokus jetzt auf Virtualisierung, der ist sicherlich neu und letztendlich, wenn man sich das also anschaut, ist funktional, ist die Aussage sicherlich nicht falsch, sondern ich habe jetzt hier ein Werkzeug, womit ich SAP und Non-SAP-Daten dann zusammenbringen kann und auch eben ein gemeinsames semantisches Modell baue und damit den Konsumenten, wer auch immer das ist, ob es jetzt ein BI-Tool ist oder ein Analyst, der eben jetzt eine konkrete Frage hat oder ein Data Scientist oder wer auch immer, kann ich quasi das dann so anbieten in einer ja auch semantisch integrierten Form oder auch verständlicheren Form als quasi nur die Rohdaten, wenn ich die da publizieren würde. SAP-Anwender fragen sich nun, was sie mit Datasphere besser erledigen können als vorher und was damit nun erstmals möglich ist. Weiterentwicklung heißt hier das Zauberwort. Nicht alles ist vollkommen neu. Eben vieles der Funktionalität war jetzt schon da. Es ist jetzt, glaube ich, mehr eine Frage wirklich der Weiterentwicklung der bestehenden Werkzeuge. Und das ist jetzt eben diese Möglichkeit der virtuellen Datenintegration in einem Werkzeug zusammen mit den Möglichkeiten von Data Warehouse Cloud, also eben den semantischen Modellen. Das ist, denke ich mal, so das Neue. Also in Teilaspekten konnte man wahrscheinlich so gut wie alles schon irgendwie irgendwo in verschiedenen Werkzeugen, aber jetzt das nochmal zu integrieren, zu bündeln, entsprechend auch mit diesem Ziel in einem Werkzeug weiterzuentwickeln, das ist das Neue aus meiner Sicht. Mit den Lösungen der Datasphere Partner schließt SAP funktionale Lücken, die sie mit der Software aus dem eigenen Portfolio bislang nicht abdecken konnte. Diese angekündigten Partnerschaften mit Confluent, Databricks, DataRobot und Colibra, das sind alles vier Anbieter, die Fähigkeiten bieten, die SAP so nicht oder nur sehr eingeschränkt hat. Das heißt, die Realität bei den Kunden wird in aller Regel sein, dass sie für die Aufgaben, wo ich jetzt die Produkte dieser Partner nutzen kann, dass sie die im Zweifel eh schon im Haus haben oder eben Alternativen zu diesen Produkten. Aber die Aufgaben, die da erfüllt werden, werden häufig sowieso nicht mit SAP-Werkzeugen erfüllt, weil es die gar nicht gibt, die SAP-Werkzeuge. Ob die Integration oder die Benutzerführung der Datasphere-Partnerlösungen besser ausfällt als bei Konkurrenzprodukten wie beispielsweise Talent, ist bislang noch vollkommen unklar.
Das wissen wir heute einfach noch nicht, weil, also erstmal sind es ja mehr, was wir jetzt gesehen haben bis jetzt, das sind ja mehr so Konnektoren. Also ich kann das anbinden in irgendeiner Form oder vielleicht auslesen mit. Und ob das dann besser oder schlechter funktioniert als bei anderen Werkzeugen, ist halt offen, muss man sehen. Aus meiner Sicht das strategisch Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass die SAP jetzt schon sehr stark die Offenheit ihrer Plattform hier propagiert. Und das hat sie zwar schon öfter mal getan, aber ehrlich gesagt ja eher halbherzig umgesetzt. Also eine Offenheit zum Beispiel in den SAP BW, da gab es dann zwar vielleicht eine Schnittstelle, aber die hat dann nicht so richtig gut funktioniert. Oder man hat dann doch plötzlich eine große Lizenz verlangt, wenn jemand anderes mit dem Werkzeug zusammenarbeiten wollte. Mit der Offenheit war es also bislang bei SAP häufig nicht besonders weit her. Nun haben die Waldorfer die Offenheit in den Mittelpunkt gerückt. Geht es um Business Intelligence, können Kunden beispielsweise die Werkzeuge von Drittanbietern genauso gut nutzen wie die SAP Analytics Cloud. Das heißt also, Offenheit ist das große Thema, und wenn das Thema Offenheit ernst gemeint wird, dann würde das ja bedeuten, dass ich auch andere Werkzeuge, wie jetzt zum Beispiel eine Talent, da vielleicht genauso gut mit nutzen kann oder anbinden kann. Also insofern bleibt das tatsächlich abzuwarten. Wenn sie es aber ernst meinen, dann könnte es sein, dass die Partnerprodukte jetzt vielleicht rein technisch gesehen nicht unbedingt bevorzugt werden gegenüber anderen. Technologieanbieter, mit denen SAP im Rahmen von Datasphere keine Partnerschaft geschlossen hat, müssen laut Bange künftig keine Marktnachteile fürchten. Die Unternehmen entscheiden sich schließlich bei einer Aufgabenstellung auf der funktionalen Ebene für diese Werkzeuge. Wenn es um die direkten Konkurrenten geht, der jetzt genannten Partnerschaften, denn da haben die Unternehmen sich im Zweifel schon entschieden oder die Entscheidung für diese Werkzeuge fällt auf genau der Ebene dieser Werkzeuge. Also ich glaube nicht, dass jetzt die SAP da einen riesigen Einfluss hat. Also wenn ich mich jetzt entscheide, welche Streaming-Technologie ich nutzen möchte, dann habe ich genau heute schon die Wahl jetzt aus Confluent oder anderen. Wenn natürlich am Ende jetzt bleiben wir beim Beispiel Confluent, deutlich besser in so ein Sub-Data-Sphere integriert werden kann als andere, dann könnte es natürlich vielleicht tatsächlich bei stark SAP-dominierten Bereichen im Unternehmen vielleicht auch nochmal die Zunge an der Waage sein, dass man sagt, ja, dann nehme ich lieber das, weil es dann besser mit meinem Data-Sphere hier funktioniert. Aber das ist alles sehr spekulativ. Also meine Vermutung wäre erstmal, dass die Offenheit hier im Vordergrund steht. Das heißt, ich kann verschiedenste Werkzeuge integrieren. Und am Ende entscheide ich mich erstmal auf der funktionalen Ebene dieser speziellen Aufgabenstellung, die ich habe. Und deshalb wird das also jetzt keine großen Auswirkungen haben auf die direkten Wettbewerbe. Anders sieht der Wettbewerbsdruck aus, wenn es um Virtualisierung geht. So könnte beispielsweise Denodo laut Bange durchaus künftig Marktanteile an Datasphere verlieren. Eine weitere Möglichkeit könnte der Parallelbetrieb mehrerer Lösungen darstellen. Also spannender vielleicht eher noch, wenn man jetzt über Wettbewerb nachdenkt, sind die direkten Wettbewerber der Datenvirtualisierung. Und das am allerersten Mal Denodo zu nennen, die also das jetzt die letzten Jahre doch immer erfolgreicher auch in der SAP-Kundschaft etablieren konnten. Das kann natürlich schon sein, dass die jetzt innerhalb der SAP-Kundschaft eventuell ein paar Marktanteile verlieren. Aber auch das ist jetzt spekulativ. Auch da muss man natürlich erstmal sehen, wie setzt sich Datasphere wirklich durch. Wie sieht das aus bei Kunden, die nur einen kleineren Anteil an SAP-Daten haben? Ich kann mir vorstellen, dass die sogar die Technologien parallel betreiben. Dass die sagen, okay, wir nehmen Datasphere, weil damit kann ich gut die SAP-Daten anzapfen und tendenziell vielleicht sogar noch was parallel betreiben.